dass das die Umweltnerzelle wird, die in der Südsteiermark nachher wirken wird. Weil die Linie, die wird eher im Bergland bleiben. Heute schaut es eigentlich nach einer klassischen Unwetterlage in der Südsteiermark aus. Also wir müssen auf jeden Fall stellenweise mit Sturmböen, Hagel über 3 cm auf jeden Fall, Starkregen und vielleicht auch Überflutungen rechnen. Überflutungen ist nicht so die Hauptgefahr heute, weil die Zellen recht schnell unterwegs sind. Das ist eher, wenn es keinen starken Höhenwind gibt und das Gewitter länger steht, dann gibt es eher Überflutungen und Vermurrungen. Mit 18 Grad, das sind relativ gute Unwetterparameter. Also nächstes Mal David wird die wahrscheinlich ziemlich aufschießen, die Blitzaktivität ist voll hoch. Also ich bin zu Skywarn gekommen, weil ich in meiner Kindheit ein schwerwiegendes Erlebnis bezüglich Unwetter hatte. Und also mit 12 Jahren habe ich angefangen, dann die erste Fachliteratur zum Lesen. Also eigentlich das ganze Leben lang schon interessiert. Und zwar bei einem starken Unwetter hat es unsere Balkontür eingedrückt und die hat mich getroffen. Und seitdem habe ich eigentlich großen Respekt und auch großes Interesse an Unwettern. Und durch Zufall bin ich im Internet auf Skywarn gestoßen. Zum Glück, weil es ist echt schön, wenn man dann Leute findet, die das gleiche Interesse haben. Weil gerade im Wetterbereich gibt es sehr wenige Leute, die sich wirklich gut auskennen und dafür interessieren. Ich muss den Hagel umziehen. Ja, von der Großwetterlage befinden wir uns an der Vorderseite von einer Kaltfront. Und wir haben in der Südsteiermark oder in ganz Südostösterreich noch sehr labile Luftmasse. Also wir erwarten heute im Zuge des Kaltfrontdurchgangs auch eine oder mehrere sogenannte Superzellen. Superzellen, das sind organisierte Gewitter. Organisiert heißt, dass der Aufwind rotiert, also ein hochreichend rotierendes Aufwindfeld. Und in Kombination mit Windscherung, das heißt unterschiedliche Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten mit der Höhe, ergeben sich dann die Gewitterzellen. Gehen wir mal vorne. Ja, passt. Passt. Bitte. Also das wird heute mit Sicherheit einer der gewaltigsten Tage des ganzen Jahres. Das riecht man schon allein in der Luft. Feuchtigkeit ist heute ein Wahnsinn. Wir stellen auch Unwettervorhersagen und wir dokumentieren nachher die Unwetterereignisse. Und im Nachhinein werden Analysen durchgeführt, damit wir sehen, ob die Prognose zugetroffen hat und damit wir in Zukunft erkennen, wie sich die Gewitter wirklich auswirken. Und auf unserer Homepage ist es so, da haben wir einen Skywarn Live Monitor, da werden immer aktuell die Warnungen einzeichnet. Und die Warnungen von uns gehen auch raus an die ZAMK, an den österreichischen Flugwetterdienst. Und in weiterer Folge kommt es zum Beispiel auch bei Ö3 rein. Ein Foto noch. Passt. Nein, wir haben schon dunkelrote Radarechos in der Umgebung. Hast du Platz für einen Anhalter, Andi? Ja, schau mal! Da ist der Hobel drin. In der kommenden Stunde besteht somit vom Raum Birkfeld und Hartberg bis zum Wechsel und bis zum Semmering Unwettergefahr. In diesen Minuten intensiviert sich auch ein Gewitter über der Parkalpe. Somit kann es in der kommenden Stunde auch vom Raum Köflach und Voitsberg bis zum Grazer Becken sehr heftig werden mit Hagel und Sturmböen. Da hinten ist die Wallcloud erkennbar, da steht der Bereich Föhnfront, auch Schelfcloud genannt. Das wird dann in ein paar Minuten alles auftauchen. Ich glaube, das passt gut. Passt genau, ja. Ich werde da mal die kleine.